Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Es geht nahtlos weiter, beziehungsweise fast nahtlos. Ich habe mir nur einen Kaffee geholt. So, jetzt arbeite ich demnächst mal hier im Logistikbetrieb McCracken In- und Export. Erstens Butter zu Herrn Knust. Mit dem habe ich übrigens letztens kurz mal schnacken können in seinem Stream. Wer mal Bock hat oder gerade auch mal abends nicht genau weiß, was er gucken soll, schaltet mal bei ihm rein. Twitch.tv und dann googelt ihr einfach nach Knust mit Doppel-O, wie das mit Doppel-U natürlich, wie das da auch steht. Und da könnt ihr ihm live dabei zugucken, wie er diverse Backwaren herstellt. Also sehr, sehr lustig, sehr, sehr amüsant. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen, ohne zu lügen? Habe ich den mal gefragt, ob der vielleicht auch mal Lust hat, auf der Castle Now mitzukommen. Und hier steht jetzt alles still, weil Kalk fehlt. Ich mache das mal wie folgt. Ich werde jetzt mal in den sauren Apfel beißen und ein bisschen Kalk einkaufen. 10.000 Liter. Dann kann der hier nämlich weitermachen und ich sehe mal zu, dass ich schnellstmöglichst noch ein bisschen Kalk besorge. Ja, und der Gute hat gesagt, wir versuchen das mal zu arrangieren. Der hat natürlich auch super viel um die Ohren mit einem eigenen Betrieb etc., so dass wir mal schauen müssen, dass das entsprechend passt. Aber er hat es zumindest nicht ausgeschlossen. Ich glaube, das wäre auch sehr, sehr cool. So, warum ich das jetzt, den Käse da jetzt hin, den habe ich jetzt da erstmal eingelagert. Habe ich so gedacht, für den Moment. Gut. Biogasanlage Gülle, jawohl. Das sollten wir angehen. Dessertfabrik Eier, wir haben 359.000 Euro. Das ist sehr viel, weil unser Anhänger hier natürlich auch sehr voll war. Das heißt, wir können Gülle XXL machen. Sehr schön. Also du zurück zum Sägewerk. Dann holen wir uns mal den... ja, ich würde einfach mal hoffen, dass der das hinkriegt hier. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich meine, der hat 450 PS. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jemals schon in... Also in echten Trecker gesehen habe, der 450 PS hat. Ich glaube, maximal mal irgendwie beim Händler, aber... ...450 ist nicht wenig. Okay. Du musst zum Händler und... ich hier... Du... Müssen wir Kalk kaufen. Kalk. Es wird nicht alt. Definitiv nicht. 90% der Leute, die zuschauen, wissen überhaupt nicht, was ich meine. Wobei, wer von euch kennt das noch? Voll normal. Das war zu meiner Jugendzeit ein lustiger Film. Ich glaube, der ist nicht so gut gealtert. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. 10,50. Der fährt noch. Und der ist auch schon fast durch. Ey, zu zweit packen die dann aber doch ganz ordentlich was. Cool. Den brauchen wir nicht. Der hier. Ah. Wir haben keinen Mist mehr. Okay. Deswegen steht der hier auch still, weil er kam ja nicht vorbei. Puh. Ich hatte gedacht, wir hätten mehr Mist. Ist die Meldung weg? Ja, die ist immerhin weg. Okay. Hört ihr diese Stimmen? Ich höre Stimmen. Es ist soweit. Getreidemühle Hafer. Ja, das ist ein Problem. Dessertfabrik Erdbeeren. Puh. Wo haben wir noch Erdbeeren? Haben wir überhaupt noch Erdbeeren? Im Januar? Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, wenn die Karte geladen ist, kommt das Speichern. Jawohl. Tobi arbeitet bei einer Brauerei und kann sich jeden Monat 20 Kisten Bier mitnehmen. Ich habe ihn gefragt, was er mit dem Rest dann immer macht. Er meint, den Rest kauft er ganz normal im Supermarkt.
Das finde ich wiederum irgendwie amüsant. So, der ist hier auch schon, das ist okay, das ist okay. Kann ich gleich mal gucken, wann Baumwolle angepflanzt werden muss. Baumwolle geht schon im Februar. Sehr gut. Ja, das, ich glaube, das hat auch irgendwie so einen Namen, dass die ganzen Brauerei-Mitarbeiter dürfen sich was mitnehmen. So, ich wollte eigentlich nach Erdbeeren gucken. Das lief ja gut. Hier. Na, 20.000. Und hier. Okay. Kommt ein bisschen was zusammen. Auslagern eine. Auslagern eine. Auslagern eine. Und auslagern eine. Gut möglich, dass ich die upgraden muss hier demnächst. Und die brauchen auch Mist. Das ist natürlich. Und hier hinten. Auslagern 2. Das ist zumindest nicht so teuer. So, aber ich mache erstmal die wesentlichen Dinge. Also, großes Gülletransportfahrzeug. Güllefass. Hier hinten den großen Garant. Oh, astrein, oder? Absolut cool. 100 und also 173 MMK. Nur hinten Fan Classic kaufen. Und die dazugehörige Kombination. Moment mal. 6 Meter. Ja, genau. 630 spielt im Grunde keine Rolle. Auch der Kennzeichen? So, ohne Kennzeichen. Kaufen. So, wir haben noch 67.000. Perfekt. Sehr schön. Und dann als nächstes gleich Kalk. Barrios angekommener Händler. Jawohl, habe ich gesehen. Der hat ganz schön jetzt schon ganz schön zu kämpfen. Hoch. Das ist doch aber mal nicht schlecht. Und der hat wirklich jetzt schon richtig zu kämpfen. Wisst ihr was? Die 2 Sekunden habe ich jetzt auch noch schnell ein Gewicht zu kaufen. Irgendwas mit 2 Tonnen, würde ich sagen. 2 Tonnen Glas. Ich mach mal 2,6. Sieht cool aus mit den Zusatzgewichten. Da kann man sich immer nicht vorstellen, ne? Dass eine so eine Auflegescheibe 400 Kilo wiegen soll. Das ist richtig verrückt. So, vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Mag es 40 Tonnen und der ist leer. Na dann. Ich fahre einfach mal so zu Feld 4 und dann kümmere ich mich gleich drum, wenn wir da sind. Dann einmal schnell Kalk. Paletten. Nee, stopp. Big Bags waren günstiger, ne? Kalk. Gott. F1, Big Bags. Er kriegt nur 20 mit, aber gut. Coin-Thema. So, 40.000 Liter Kalk. Und das bitte zu Hof, Silo, Kalk. Sehr gut, der ist wieder hier. Ja. Könnten wir ganz schnell. Es geht auch schnell, weil ich nehme die langen, die Balken.
Ich meine, uns wird das Geld so schnell nicht ausgehen. 52.000, das ist schon in Ordnung. Aber ich finde es ganz gut, wenn es dann nicht irgendwie eine Folge gibt, wo ich dann hier fünfmal auf- und abladen muss. Einmal pro Folge war, glaube ich, auch mal super, habe ich das gemacht da. Sehr schön. Einmal pro Folge finde ich echt okay. Ich habe zwischen den Folgen den Zucker von der Zuckerfabrik schon mal rüber geschafft in die Dessertfabrik. Das habe ich eben schnell zwischen den Folgen gemacht und dann ist immer so ein bisschen Stapeln gehört dazu. Wir werden dann mal gucken, ob ich gegebenenfalls dann noch das ein oder andere vielleicht doch automatisieren kann. Theoretisch würde ich sagen, kann Zucker von der Zuckerfabrik in die Dessertfabrik ja eigentlich automatisch. Die sind ja nebeneinander. Nur die Bäckerei ist ein bisschen weiter weg. Also könnte man das eigentlich einstellen über die Priorität, dass wir Zucker automatisch verteilen und dann zur Dessertfabrik. Das stelle ich gleich mal ein. Das ist eine ziemlich gute Idee. Und dann kann der da nämlich erstmal einmal alles reinpacken, bis die Dessertfabrik voll ist. Dann haben wir auch nicht jeden Monat die Meldungen. Oh ja, das war mal ein schöner Ruckler. Los geht's. So, du bist hier angekommen. Sehr schön. Dein Kollege ist auf dem Feld. Den Kurs kopiere ich. Kann ich nicht? So, während er fährt, kann ich den Kurs nicht kopieren? Echt nicht? Da wissen wir jetzt nicht, ob das passt, ne? Auf jeden Fall kann ich mir... Der steht da schon wieder rum, Mist. Ich werde gleich mal gucken. 04 Eingang, 04 Gülle-Gärreste. Okay, 04 Eingang. 04 Eingang, 04 Gülle. Gülle-Output. Gärreste. Ja, das können wir, das machen wir jetzt mal nicht automatisch, das mache ich von Hand. Kommt er hier rum? Bin ja nicht. So, erster Wegpunkt, das ist aber auch ein Riesenvieh. Also der Trecker ist völlig untermotorisiert. 400 PS reichen da glaube ich nicht aus, da muss ein 1050 vor. Nur ein bisschen was rein, nur ein bisschen. Und dann muss der hier auch öfter fahren, weil jetzt zwei Abnehmer da sind. Ich lösche den Kurs hier nochmal raus und den auch zur Sicherheit. Der ist ja jetzt dabei. Dann breche ich das einmal kurz ab. Hier den jetzt. Nächster Wegpunkt. Ein Stückchen zurück. So, dann macht der hier weiter. Auch interessant, durch die Werfer hier kriegt er diesen größeren... So, da ist das vielleicht schon so eine Art Striptail hier. Wohin habe ich noch drüber gesprochen? Nee, könnte es sein, ne? So, den Raum. Ich bin der Nase, echt. Nochmal. Zack. Kopieren. Weiter. Nächster. Einfügen. Links. Erster Wegpunkt. Display Mode. Du bist rechts. Also, du fährst rechts. Um Gottes Willen. So. Dann gucke ich mir das gleich mal an, ob das nicht schon Striptail ist hier. Das können wir ausblenden. Oi, oi, oi. Das war ja eine gute Idee von mir. Und in der Zeit stehen die... So, der hat sich aufgefüllt, aber der hier wieder nicht, ne? So, der steht dahinter. Der Einfachheit halber kompensiere ich das jetzt mit Geld. Nicht reichen, 5000 Liter. Ja, glaub schon. Und dann übernehme ich hier gleich. Den gleich wieder zum Händler. So, fahr, los. Aha.
dein Glück. Ja, und den Rest hier weg. Gucken, ob wir alle gleichzeitig abgeladen bekommen. Ich schätze mal nicht. Und jetzt ruckelt es hier wieder ganz ordentlich. Mal gucken, woran das liegt. Ich schätze mal, bis der Güllewagen da seinen Platz gefunden hat. So, das sieht erstmal ganz gut aus. Mal sehen. Welche überbleiben? Hoffentlich nicht. Ah, ich würde sagen, nein. Zack, 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 zack. Sehr schön. So, der fährt weiter Silage. Dann würde ich vermuten, ist... Ne, der ist noch nicht angekommen. Okay. Du aber. Abbruch. Und dann schütten wir das letzte bisschen Heu eben raus. Und fahren dann Stroh weiter. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch, selbst wenn wir hier gerade noch ein bisschen was eingelagert haben, auch nochmal zusätzlich einlagern sollten. Die Kühe werden uns recht viel von den Haaren futtern. Angestellt. Und du kannst... Hast du schon was eingeladen? Nein. Gut. Stopp. Dann fährst du bitte... Du bist dann durch. Wir haben keinen Mist mehr. Mal sehen, ob die Biogasanlage mehr Mist verbraucht, als wir produzieren. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Aufparken. Okay, cool. Ja. Das passt auch, das passt auch. Du fahr ruhig mal eine Runde. Zuckerrüben, Schnitzel. Ist die Fabrik überhaupt an? Keine aktiven Produktionen. Dann mal an. Warum war die aus? Gut. Okay. So, den hier. Nee, den. Den brauchen wir als nächstes. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das war mal wieder ein bisschen Produktion. Ich glaube, in der nächsten Folge gehen wir mal in den Februar. Dann können wir auch Baumwolle anpflanzen. Und dann gehen wir demnächst wieder in die große Aussaat über. Wir haben ja 3 Sämaschinen. Das sollte kein Problem sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss.